Der redet mit dir, glaube ich. Der Motor redet mit deinen Eiern. Ja, endlich wieder Sound. Okay, Entschuldigung. Endlich wieder geiler Sound. Oh ja. Erstmal guten Tag, meine Eierköpfe. Es kommt mal ein bisschen Sonne raus und ich bin ganz spontan, ganz schnell raus aus der Wohnung. Hab meine Sachen angezogen. Oh, ein bisschen nass noch die Straße. Also mit Ballern ist nichts. Aber ich habe meinen Auspuff ja noch bis jetzt gar nicht Probe gefahren. Und wusste auch gar nicht, wie der sich anhört. Ja, wenn wir Pech haben, werden wir noch nass. Aber das ist mir jetzt gerade egal. Und ich finde, der Sound ist geil. Der ist kernig und brummig, so wie ich das vom MIF kenne. Nicht ganz so aufdringlich wie mein Shark, den ich vorher hatte, den langen Shark Street Carbon. Aber endlich hört man wieder Motorrad. Mit dem originalen Auspuff. Wenn ich dann gefahren bin oder auch mit euch einen Vlog gemacht habe, kam ich mir vor, als hätte ich ein Elektrobike unterm Hintern. Das geht ja gar nicht. Ich weiß noch, wie ich dann mit der Harley gefahren bin, wo ja richtig geiler Sound war, wo es ja richtig geballert hat. Und dann bin ich mit meinem Schätzchen wieder nach Hause. Ich dachte, ne, ist nicht dein Ernst. Ja, und jetzt habe ich mir natürlich den kleinen Auspuff gekauft. Das ist quasi mein Geburtstagsgeschenk. Und oh ja, geil. Ich bin gerade mal vielleicht, weiß ich nicht, ein paar hundert Meter unterwegs und ich bin schon begeistert. Das ist direkt wieder ein ja, was heißt anderes Gefühl nicht, aber direkt wieder eine neue Freude über dein Motorrad. Du hast direkt wieder mehr Bock damit zu fahren, als man sowieso schon hat, aber oh ja. Schade, dass das jetzt schon der Sommer vorbei ist. Ich habe direkt Bock, Leute. Ich wollte eigentlich morgen Vormittag fahren. Morgen Freitag soll da ein bisschen besseres Wetter sein. Ich überlege, wenn ich wirklich die Zeit dazu habe und wenn es wirklich so schön sein sollte, ganz spontan mal nach Thunderbike zu fahren und die Streetbob vielleicht zu fahren, wenn die denn da ist, so kurzfristig. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Dann gehe ich ein bisschen Mopeds gucken. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich habe ja gesagt, ich möchte noch einige andere Harley-Modelle fahren. Und ich bin auch nach wie vor mega begeistert von der 48, die ich gefahren bin. Und ja, der Verkäufer, als ich dann wieder zurückkam von der Probefahrt, ich habe ja noch gar nicht erzählt. Weil mache ich erstmal ein kleines Harley-Fazit. Ja, endlich wieder Sound. Aber die ist nicht so aufdringlich, der Sound jetzt hier bei der Kawasaki mit dem Auspuff. Da finde ich genau richtig. Aber ich habe die Befürchtung, dass er nach ein paar tausend Kilometer genauso schreit. Aber dann ist das eben so. Hauptsache, ich habe nicht mehr so einen langen Auspuff. Der Shark, der war mir auch zu lang, obwohl der schön war mit dem Carbon, das hat mir gut gefallen, aber er war mir einfach zu lang. Und hier bei dem MIF oder Hashiru, der ist ja MIF, habe ich die Möglichkeit noch, drei unterschiedliche DB-Killer zu verbauen. Es gibt einen ganz engen, dann der jetzt verbaut ist und einen 35er, also ziemlich weit auf. Und sollte mir zu laut werden, werde ich es einfach mal mit kleineren probieren. Dann kann man ja immer hin und her wechseln. Aber so jetzt bin ich erstmal zufrieden. Und ich bin ja jetzt eigentlich noch gar nicht richtig gefahren. Ich wollte eigentlich ganz woanders lang fahren. Ich bin schon wieder völlig lost im Kopf. Ach, wieder falsch gefahren. Nee, ich fahr nirgendwo hin jetzt. Ja, endlich wieder Sound. Oh, ist das geil. Eigentlich geht sich das Video jetzt wirklich nur um den Auspuff hier, aber ich habe jetzt gerade Bock, darüber zu sprechen. Und ich mache sowieso nicht, was irgendjemand von mir verlangt. Ich mache da, was ich will und worauf ich Bock habe. Und ich habe jetzt Bock, über Harley zu sprechen, während ich hier meinen neuen Sound genieße. So. Nein, doch. Die 48 fand ich echt geil. Das war ein richtig, richtig geiles Fahrgefühl. Von den Beinen hat mir das auch gut gepasst. Ich glaube, im Video habe ich sogar gesagt, dass mit dem Lenker, der müsste ein bisschen höher, da müsste ein Ape-Hänger drauf. Dann wird mir das Modell genauso, wie das war,
wahrscheinlich auch lang und reichen. Ich bin jetzt 1,90 Meter groß oder 1,89 Meter groß, bin aber etwas über 120 Kilo, also ich bin schon Klops. Ist das eine neue Sendung, wir lassen den Dicken schwitzen oder was? Ja, eher am Baumstamm als Klops, aber ich denke mal, dass das vielleicht für andere lustig aussieht, aber ehrlich gesagt ist mir sowas scheißegal, nur weil irgendjemand sagt, boah, die Maschine ist zu klein für dich. Wenn ich mich aber darauf wohlfühle, dann fühle ich mich darauf wohl, da kann man sagen, was man will. Das ist mir scheißegal. So, trotz alledem möchte ich noch andere Modelle fahren. Ich werde mir sowieso, glaube ich, nie eine neue Harley leisten können und oder sag mal nie, aber jetzt aktuell nicht. Wenn, dann werden das sowieso alte Modelle von Harley, die mich sowieso eigentlich mehr reizen, weil die natürlich noch viel lauter sein dürfen. So wie ich die gefahren bin, selbst mit der Klappenauspuffanlage, wenn ich dann meine Kutte anhab, dann halten sie mich doch sofort an. Dann bin ich sofort im Arsch. Du asoziales Element! Also dann muss das schon ein Modell sein, was das noch darf. Die erste Fahrt mit der Harley war mega geil. Ich könnte mir auch vorstellen, so eine Sportstar, eine 1200er, ich würde auch die 883er würde ich auch nehmen, weil der Unterschied ist nur der Motor. So vom Sitzen und alles, ich saß ja drauf, dann fand ich da keinen Unterschied. Es müssen nur vorverlegte Fußrasten sein. Dann sind die für mich so wie relativ normale Fußrasten. Und ein Elbhänger drauf, sodass ich die Arme ungefähr auf Schulterhöhe habe und dann passt das alles. So, dann habe ich doch keine Probleme mit. Dann hinten noch ein paar Satteltaschen drauf oder so. Ursprünglich hatte ich ja vor, mir wirklich mal einen Bobber zusammenzubauen. Momentan bin ich auf den Trichter, so mehr Richtung Bagger zu gehen. Dafür ist eine Sportster eigentlich nicht gedacht, aber es gibt ja auch die Sportster 1200 Custom T. Die wäre für mich so ein perfekter Kompromiss, so wie die ausschaut, so mit diesen kleinen... ich glaube, das ist aus Leder, so hartes Leder, diese Koffer, die da hinten dran sind. Und kleines Windschild vorne drauf, was man noch abmachen kann. Und so finde ich die schon echt geil und damit könnte ich mich zufrieden geben. Hinten eine kleine Sitzlehne dran für meine Old Lady und perfekt. Ja, andersrum hätte ich auch gerne eine Bobber. Also ich muss jetzt abwägen, ne? Wenn ich mir irgendwann so ein Gerät kaufe, ob es jetzt eine Harley wird oder... Ich habe ja auch noch andere Geräte im Auge, aber das hat mich schon echt umgehauen, weil... ich hätte ja auch noch Kawasaki VN-Modelle im Auge, weil die finde ich optisch am nächsten dran einer Harley. Und Kawasaki-Fan bin ich ja sowieso. Also wenn es keine Harley sein würde, dann wäre es auf jeden Fall eine Kawasaki. Okay, Entschuldigung. Alles voll! Kostet nicht so viel und sieht genauso schön aus. Ich bin aber noch keine VN gefahren, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie das dann ist mit den Emotionen und so, weil bei Harley ist ja bei mir alles durchgebrannt, weil du merkst da wirklich alles, den ganzen Motor wieder, der redet mit dir, glaube ich, der Motor redet mit deinen Eiern. Wie die Wichser an der Hand. Da war schon heftig und das habe ich vorher nie gehabt, ich bin auch noch nie Harley gefahren. Also jetzt für mein erstes Mal Harley fahren war es richtig top, ich war richtig überwältigt. Was mich dann richtig extrem wieder auf den Boden zurückgeholt hat, war, als ich die Probefahrt beendet hatte. Harley abgegeben und alles, ein bisschen gequatscht. Der wollte mir dann direkt noch die Softail geben, aber von der Zeit her hätte ich das nicht geschafft, dann hätte ich keine Stunde mehr fahren können. Wenn schon eine Stunde, dann nutze ich das auch aus. Eine Stunde ist schon nicht viel, weil ich nehme euch ja mit, mach dann noch ein paar Fotos, dann hast du auch noch 10 Minuten verloren, dann hast du schon nur noch 50 Minuten oder teilweise weniger, bis du da mal losgefahren bist. Ja, ja, den Sound brauche ich, den habe ich, ja. Ich liebe dieses Teil einfach. Ja, geil. Ja, die knallt endlich wieder, habt ihr das gehört? Oh, ich rieche den Auspuff. Ah, oh, man riecht, wenn was Neues da dran ist. Lecker! So, was mich zurückgehalten hat auf dem Boden bei Harley. Ich habe mir ja dann die Street Bob angeguckt, also eine Softail. Und die Street Bob ist eigentlich das gleiche Modell wie die Softail, nur mehr Schwarzteile dran. Also dann hast du, glaube ich, einen Falkenbalk vorne noch auf der Gabel. Und also ein bisschen düsteres Modell. Ansonsten ist sie, glaube ich, gleich. Und dann stand ich frontal vor den Motorrädern. Und dann habe ich die Schweißnähte gesehen vom Tank hier. Also Schweißnähte, die hier quasi langlaufen. Ich zeige euch mal hier. Hier ist ja jetzt nichts. Also jeder Japaner oder Italiener oder sonst wo Motorräder herkommen, haben nicht solche abgef***ten
Schweißnähte. Ich bin kein Schweißer, ich kann nicht schweißen. Mit dem Elektroschweißgerät kriege ich bessere Schweißnähte hin. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Da habe ich echt gemerkt, was meine ganzen Leute, die Harleys fahren, sagen, du zahlst wirklich nur fürs Fahrgefühl und weil es Harley ist, nicht weil es Qualität ist. Und da dachte ich mir, boah, Alter, und da jetzt 15.000 Euro für eine neue Maschine, die so scheiß Schweißnähte hat, und dann wundert mich das nicht, dass viele Geräte, die auch von Thunderbike gekauft worden sind, weiß ich aus erster Erfahrung, aus erster Hand, aus ersten Erzählungen, da habe ich einen Kollegen, der hat die da gekauft, neu umgebaut und alles, die rosten dir unterm Arsch weg. Die rosten dir unterm Arsch weg. Und trotzdem liebt er das Ding, er macht das alles, bezahlt das und all so ein Scheiß, lässt dann nachher alles Pulver beschichten. Aber trotzdem, er ist schon heftig. Also, ich glaube nicht, dass ich mir eine neue Harley kaufen würde, sondern wirklich eine, die schon ein bisschen gemacht worden ist von Umbauern, wo man weiß, da ist es richtig gemacht. Also da muss ich ehrlich sagen, also da ist ein Für und Gegen. Neu natürlich, Garantie, alles drum und dran. Solange du Garantie hast, ist ja alles in Butter. Aber und was natürlich auch oft, wo ich oft höre, Elektrikprobleme bei den neuen aktuellen Harleys mit der Wegfahrsperre, also der ganze Kram, der da dran ist. Natürlich gibt es auch ganz viele, die Probleme nicht haben. Gar keine Frage, und Harley ist nicht umsonst so groß und weit verbreitet, ne? Die Leute kaufen es, und hätte ich das Geld jetzt, hätte ich es auch gekauft, bin ich ganz ehrlich. Das interessiert mich, Scheiß. Ja, es ist natürlich schade, dass die ganzen Sportster-Modelle und Iron-Modelle ab nächstes Jahr neu nicht mehr verfügbar sind, höchstens noch Restbestände mit Tageszulassungen, und da können die auf jeden Fall noch was drehen und biegen und drehen. Jeder große Konzern kann das, aber die werden auf jeden Fall vom Markt quasi als Neuware verschwinden. Und das ist schade. Für mich vor allen Dingen schade, wenn ich mir jetzt nämlich vorhätte, irgendwann in Zukunft eine 1200er Sportster von Mitte der 90er Jahre oder irgendwie sowas zu kaufen. Die werden teurer werden. Ja, kacke. Weißt du, da geht mein Plan ja gar nicht auf, zu sagen, komm, ich spare jetzt mal 2-3 Jahre und kaufe mir dann so eine ältere Gebrauchte. Und die dürfen wenigstens noch sich ein bisschen anhören oder vielleicht sogar noch älter, 87 oder irgendwie sowas. Okay. Aber ich glaube, der Plan wird nicht aufgehen. Ja, mal sehen, was da noch kommt von Harley. Oder mal gucken, was bei mir vielleicht noch passiert. Also man weiß ja nie. Sowieso, das nächste Modell, was ich fahren würde, jetzt bei Harley mir ausleihen würde, ist auf jeden Fall eine Softail. Beziehungsweise das Streetbob. Ich bin da noch neu in der ganzen Harley-Geschichte drin, obwohl meine ganzen Kollegen und Hundertschaften aller Harleys fahren. Und dass ich im Motorradclub bin, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, oder habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, aber ich bin im Motorradclub und die fahren natürlich fast alle Harley. Bei uns ist aber keine Harley-Pflicht, also du kannst da fahren, was du willst. Und das finde ich auch sehr gut, weil Diskriminierung, ah ne, Quatsch. Wenn man irgendwo hin will, wo Harley-Pflicht ist, dann weiß man ja, worauf man sich einlässt und gut ist. Oh ja, endlich wieder in meiner Heimat. Ja, nicht ganz. Wir sind ja gar nicht in Walsum. Oh, das mit dem Auspuff jetzt hier auf meiner Kawasaki finde ich jetzt erstmal mega nice. Hört sich endlich wieder geil an. Ich weiß noch, als ich den originalen Auspuff dran gemacht habe, das war schön leise, das war richtig entspannt. Und dann aber mit den zwei, dreimal fahren, das war mir zu doof. Der fehlte einfach was. Das ist einfach so. Ich fahre ja kein Elektromotorrad, von daher darf die sich auch ein bisschen nach was anhören. Ich sage ja nicht, dass die so laut sein soll, dass sich jeder beschwert. Aber trotz alledem muss doch ein bisschen Sound bei rumkommen. Ja. Oh, das gefällt mir direkt wieder. Was ich bei Harley, was ich noch sagen wollte, bei Harley richtig geil fand, der Kundenservice. Du kamst da rein, oder ne, ich kam da rein, natürlich hier meine Sturmhaube über das Gesicht, ne, als Maske und so. Und dann habe ich, ja, da war da noch ein Kunde vor mir, super netter Kollege, der war direkt per Du, sagte, sobald wir hier sind, quasi an seinem Arbeitsplatz, an seinem Schreibtisch, nimm die Maske runter, alles viel entspannter. Und na gut, er lässt sich ja selber drauf ein. Ich könnte ja die Seuche haben, ne? Ja gut, der Abstand war da, der Schreibtisch war echt riesengroß. Von daher war ja nicht so, dass wir aufeinander gehockt haben und uns einer Kaffeetasse getrunken haben, nein. Aber trotzdem, ne, nicht dieses Verklemmte, so wie das jetzt fast überall der Fall ist. Und also die Menschlichkeit ist noch extrem da gewesen. Und das Gefühl hatte ich aber bei allen Mitarbeitern bei Thunderbike, so mit denen ich jetzt so in Kontakt stand. War jetzt nicht so viel, aber geil. Aber trotzdem,
Fand ich richtig super, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich mich richtig gut aufgehoben gefühlt. Und er hat mir natürlich auch direkt gesagt, als ich dann wieder kam, fahr doch das Bike, das passt besser zu dir, so seiner Meinung nach. Ne? Und vielleicht hat er auch recht, ich habe mich trotzdem wohl gefühlt auf der 48, aber trotzdem fahre ich mal mehrere Modelle Probe. Und ich habe mir sogar schon eine Road King organisiert von einem Kollegen von mir, die darf ich mir mal ausleihen, auch für ein bisschen länger als eine Stunde. Da kann ich ja mal ein richtiges HD-Video machen. Muss halt nur gucken jetzt, wenn das Wetter mal ein bisschen besser ist. Und auf jeden Fall, das steht schon in der Planung und das kommt. Ja Leute, ich mache jetzt meine Fotos bei dem ganzen Wind hier. Ich schmeiße sie dann am Ende vom Video noch mit rein, die könnt ihr dann quasi jetzt gleich sehen. Und dann seht ihr mich dann die nächsten Tage wieder. Okay, haut rein Leute.